Service von Daystate und Air Arms Luftgewehren. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 9015 Sniper. Diana XR200, Weihrauch HW100 Bullpupper. Air Gun im Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem heutigen Video. Heute soll es um das Thema Service und Garantie von Daystate und Air Arms Luftgewehren gehen. Warum bringe ich dieses Thema heute? Nicht, weil ständig irgendwas mit den Gewehren ist, sondern aus einem anderen Grund, weil ich ständig gefragt werde, was wäre denn wenn? Denn Air Arms und Daystate Luftgewehre sind noch ganz neu auf dem Markt. Jetzt, wo ich hier das gerade drehe, das Video, sind die Daystates, glaube ich, 3 Monate ungefähr da, die Air Arms ungefähr 6 Monate, so grob. Ja, und ich werde natürlich immer wieder gefragt, bei Weihrauchgewehren zum Beispiel, weiß man, hey, Weihrauch, deutsche Marke, gibt es seit 1,5 Millionen Jahren. Wenn irgendwas ist, dann kümmert sich schon Weihrauch drum. Aber dadurch, dass Daystate und Air Arms neu ist, ist halt immer die Frage, ja, was ist denn, wenn da mal was ist? Kriege ich da überhaupt Ersatzteile? Haben die überhaupt Garantie? Was passiert da? Wo muss ich das Gewehr hinschicken? Muss ich es nach England schicken? Oder was ist da Sache? So, aus dem Grund werde ich euch heute mal darüber aufklären. Fangen wir einfach mal mit Air Arms an. Hier vorne steht repräsentativ meine eigene Air Arms S400. Also, auf Air Arms Luftgewehre habt ihr 12 Monate Herstellergarantie ab Kaufdatum bei jabolo.de. Sollte das Gewehr mal irgendwann irgendwas haben, meldet ihr euch direkt bei mir, bei meinem Shop-Team, entweder an ergandi@jabolo.de oder ihr meldet euch an shop@jabolo.de oder ihr geht auf jabolo.de und geht da ins Kontaktformular rein und schreibt darüber eine Nachricht. Dann setzt sich mein Team schnellstmöglich mit euch in Verbindung und dann beginnt eben das Ganze zu laufen. Das heißt, wir gucken erstmal, ist es eine Kleinigkeit, kann man es, ja, ich sag mal, aus der Ferne lösen, braucht es nur ein kleines Teil, was wir euch schicken können, dass die Waffe gar nicht zurück zu unserem Servicepartner muss. Servicepartner? Genau, wir arbeiten zusammen mit der Firma AHG Anschütz. Ich behaupte mal, jedem Schützen weltweit ist es ein Begriff. AHG Anschütz ist ein Unternehmen, das bald 50-jähriges Jubiläum feiert. Ansässig in Ulm, Schwesterunternehmen von der JGA Anschütz, die gibt es seit 1890, also ein absolutes Traditionsunternehmen mit qualifizierten Mitarbeitern, mit eigenen Büchsenmachern, die im Falle eines Service sich eures Gewehrs annehmen. Die Firma Anschütz ist speziell geschult auf die Air Arms Luftgewehre. Sie haben sämtliche Explosionszeichnungen, Informationen, technische Daten. Sie haben alle Ersatzteile, die in Sachen Garantie oder im Servicefall mal anfallen können, vor Ort und können das eben vor Ort in Ulm beheben. Das heißt, da muss nichts nach England, alles wird in Deutschland erledigt. Daystate Luftgewehre haben eine 36 Monate Herstellergarantie. Der Waffe liegen immer ein paar Unterlagen bei, wie ihr euch registrieren könnt. Ihr müsst die Waffe natürlich bei Daystate dann registrieren. Sollte in diesem Zeitraum was anfallen, läuft es genauso wie bei eben Air Arms erklärt. Auch wir sind wieder Ansprechpartner. Der Servicepartner ist wieder das geschulte Team, auch auf Daystate Waffen geschulte Team von AHG Anschütz. Das heißt, wenn wieder irgendwas sein sollte oder wenn mal was sein sollte, dann kontaktiert ihr uns wieder, wir gucken, hey, ist es eine Kleinigkeit, vielleicht ist es nur eine kleine Einstellung, die ihr dann vornehmen könnt, dass alles wieder funktioniert. Für den Fall, dass mal was sein sollte, lustigerweise oder coolerweise, war nicht ein einziges Mal bisher was bei unseren Daystate-Waffen. Das heißt, es kam nicht ein einziges Mal vor bisher, dass wir die Waffe überhaupt nach Ulm schicken lassen mussten oder abgeholt haben und nach Ulm geschickt haben. Sollte aber mal was sein, so wird sich natürlich auch wieder AHG Anschütz darum kümmern, Ersatzteile besorgen, falls es denn nötig ist und die Reparatur in Deutschland eben übernehmen. 36 Monate Garantie ist natürlich ein absolutes Wort. Ich persönlich, korrigiert mich, kenne keine andere Marke, die das überhaupt macht. Auch auf die elektronischen Waffen, hier seht ihr jetzt gerade eine mechanische Waffe, die Huntsman Revere, aber auch auf die Alpha Wolf, auf die Red Wolf geben die 36 Monate Herstellergarantie. Solltet ihr die Waffe innerhalb dieser 36 Monate weiterverkaufen, das heißt irgendwo auf IGAN, auf Octronia oder eurem Kumpel weitergeben, der kauft sie euch ab, dann muss dieser sich dann eben auch bei Daystate als neuer Besitzer dieser Waffe registrieren.
Ist alles kein Thema, kann man alles machen, aber es muss, wie gesagt, dann eben registriert werden. Die Bedienungsanleitungen liegen in deutscher Sprache natürlich den Waffen bei. Das heißt, sollte irgendwas mal vorfallen, könnt ihr mal in der Bedienungsanleitung nachschlagen, ob es vielleicht eine kleine Einstellungssache ist. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt euch ein Luftgewehr kauft, eine Dayset, eine AirArms, könnt ihr auf jabolo.de am Artikel euch schon mal die Bedienungsanleitung runterladen. Wenn ihr voller Vorfreude seid und es nicht aushaltet, bis die Waffe da ist, könnt ihr schon mal ein bisschen in den Bedienungsanleitungen schmökern. Was ganz wichtig ist, falls es wirklich mal zu einer Rücksendung zur Firma Anschütz bzw. zu unserem Retourenzentrum kommen sollte, ist, dass ihr auf jeden Fall natürlich die Montagen abnehmt, dass ihr das Zielfernrohr abnehmt. Das sind die gefährdeten Sachen bei einem Transport. Nicht, dass da irgendwas kaputt geht an der Montage am Zielfernrohr, weil es ist nicht mitversichert. Das heißt, sondern nur die Waffe im Originalzustand. Und auch wichtig bei den AirArms-Waffen, dass die originale Geschwindigkeit eingestellt ist, falls ihr da mit meinem Ausland wart und die Waffe halt eben, ja, ich sag mal, nicht die 7,5 Joule hat, die muss auf 7, maximal 7,5 Joule eingestellt sein, bevor die Waffe halt eben zu uns zurückgeht. Garantieleistungen sind natürlich kostenfrei für euch, wenn es um Wartungen geht, dass ihr sagt, ihr wollt einmal im Jahr die Waffe überprüft haben, gerade bei Gewehren, die jenseits der 1.000, 2.000, teilweise 3.000 Euro wert sind, macht es natürlich vielleicht einfach mal Sinn, einmal im Jahr alles durchchecken zu lassen, passt mit meiner Waffe alles. Wartungsaufträge werden je nach Aufwand natürlich dann von der Firma Anschütz in Rechnung gestellt. Wem das alles zu kompliziert war oder wer immer noch Fragen hat oder wenn ich irgendwas nicht richtig erklärt habe oder nicht richtig gut erklärt habe, habt ihr natürlich die Möglichkeit, mein Shop-Team zu kontaktieren. Auch die sind natürlich darauf geschult und stehen euch Rede und Antwort. Einfach eine E-Mail an shop@jabolo.de. So, also ihr seht, euer Geld ist sicher angelegt. Wenn ihr in eine Dayset oder in eine AirArms-Waffe investiert, habt ihr natürlich auch, wie bei allen deutschen Luftgewehren, die wir auf jabolo.de vertreiben, eure Garantie, ihr habt euren Service. Und was man natürlich sagen muss, gerade im Fall auch von AirArms-Waffen, was die Ersatzteilversorgung angeht, es ist nicht so, dass AirArms, ich hatte es schon mal bei der Vorstellung gesagt, es ist nicht so, dass von AirArms jedes Jahr eine neue Serie rauskommt, wie bei anderen Herstellern, und es dann 5 Jahre später die Ersatzteile nicht mehr gibt. Die AirArms S400-Serie, die gibt es jetzt mittlerweile seit fast 20 Jahren. Also das heißt, ihr investiert hier in eine Kontinuität und in eine sichere Ersatzteilversorgung. Dayset sagt es eben genauso. Ihr könnt euch mal auf der Dayset-Herstellerseite einfach auch mal darüber informieren. Denen ist es auch ganz wichtig. Die Waffen sind Gewehre fürs Leben und auch die Ersatzteilversorgung und der Service soll halt einfach fürs Leben sein. Das wollte ich euch unbedingt mal mitgeben. Das soll mein heutiges Video über Service, Garantie, Wartung von Dayset und AirArms Luftgewehren gewesen sein. Wenn ihr euch bei anderen Marken unsicher seid, kontaktiert mich einfach auf ergandi@jabolo.de per E-Mail und dann können wir natürlich über alles sprechen und ich werde euch immer bestmöglich aufklären. Danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Ciao, servus, sagt der Gandhi.